Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausflug in die Geschichte Hadamars. Heute will ich weitermachen mit der kleinen Serie, oder na, jetzt mit dem zweiten Teil ist es halt eine kleine Serie, mit der kleinen Serie, in der wir uns alte Fotoaufnahmen der Stadt anschauen, beziehungsweise alte Postkarten. Und hier haben wir auch wieder eine alte Postkarte vorliegen. Ja, mit diesem guten Stück hatte ich so meine Probleme. Erstmal ist hier die Datierung noch schwieriger als beim ersten Exemplar, bei dem Blick vom Mönchberg, den wir hatten. Diese Postkarte ist umgelaufen, also ich weiß überhaupt nicht, in welchem Jahr sie abgeschickt wurde. Es steht nicht drauf, wann sie erstellt wurde. Und ja, es gibt keine Botschaft, die darauf steht, aus der man irgendwas schließen könnte, also keine Postnachricht. Ich bin also rein darauf angewiesen, auf das, was da auf dem Bild zu sehen ist, um diese Karte zu datieren. Man sieht eine Stadtansicht von Hadamar zu erkennen an dem Konvikt und also oben links im Bild, an dem Schloss rechts oder halb rechts. Das ist schon mal ganz eindeutig. Aber jetzt wird schwierig, also welche Aufschlusspunkte ergeben sich aus dem Bild auf das Jahr der Aufnahme. Da habe ich zwei gefunden, die es aber auch nur sehr grob einschränken. Das erste ist ein Hinweis auf ja, das Haus, das ziemlich genau in der Mitte zu sehen ist. Und da sehen wir auf dem Dach einen Dachständer der Stromleitung. Ganz genau ist es das Haus Gymnasiumstraße 27. Also das Haus im Mittelpunkt Gymnasiumstraße 27. Das hat einen Dachständer zur Stromversorgung. Und wenn man dann weiß, dass Hadamar 1922 an das Stromnetz angeschlossen wurde, bedeutet das, diese Aufnahme kann nicht älter als 1922 sein. Und dann sehen wir als zweiten Fixpunkt rechts im Bild dieses lange Gebäude. Wer die Stadt heute kennt, wird merken, das gibt es so nicht mehr. Das ist nämlich das ehemalige Hospital St. Josef. Also das Hospital ist nur noch dem Namen nach vorhanden, in dem es nämlich der Namensgeber der heutigen Hospitalstraße ist. Und dieses Haus, dieses St. Josef-Haus, wurde 1974 gesprengt. Und mehr als diese beiden Fixpunkte sind zumindest für mich aus dem Bild nicht zu erkennen. Das heißt, diese Aufnahme muss zwischen 1922 und 1974 entstanden sein. Ich vermute mal ganz grob, so vom Stadtbild her, vom Aussehen, auch von der Qualität des Fotos her, würde ich es eher in die 30er Jahre oder sagen wir mal in die Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs datieren, aber das ist bis zu einem gewissen Grad Spekulation. Also 1922 bis 1974 mit einem Tipp auf die 1930er, 1940er Jahre. Zur Feindatierung in einem dieser Jahre, das muss wohl im Sommer gewesen sein, wenn wir ganz links unten in der Ecke sehen, der Elbach hat relativ wenig Wasser, da treten Steine hervor im Bachbett und die Bäume sind belaubt, also es muss irgendwann im Sommer aufgenommen worden sein. Ja, ähnlich schwierig wie die Datierung ist die Positionierung oder sagen wir mal herauszufinden, von welchem Ort aus die Aufnahme gemacht wurde, wo der Fotograf stand. Ich bin in den letzten Tagen relativ viel in diesem Bereich an der Elbachbrücke bis hoch zum Oberacker rumgelaufen. Also diese Position ist nicht mehr zu bekommen, also da kommt man nicht mehr hin und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Fotograf auf einem Felsen im Gelände des Kalkwerks stand. Das Kalkwerk haben wir schon bei unserer letzten Fotobetrachtung gesehen. Ich blende euch das Bild nochmal ein und markiere ungefähr, wo der Fotograf meiner Meinung nach gestanden hat. Also entweder da auf einem Kalkfelsen oder vielleicht auch auf einem Werksgebäude des Kalkwerks. Näher lässt sich das nicht mehr bestimmen. Und das brachte mich auch zu dem Problem, dass ich keine vergleichbare Aufnahme machen konnte, also keine Aufnahme von heute, die ich dann überblenden oder daneben stellen kann, um Veränderungen im Stadtbild zu zeigen. Da kam mir jetzt wieder zugute, dass ich dann doch halbwegs vernünftig sortiertes Archiv habe aus meiner Zeit, in der ich als Lokaljournalist hier gearbeitet habe. Ich habe eine Aufnahme aus dem Sommer 2014 gefunden, bei der ich die Gelegenheit hatte, auf das Dach des AWO Seniorenheims zu kommen, das am Oberacker steht, also etwas überhalb des alten Kalkwerks. Und von dort aus kann man tatsächlich eine Aufnahme machen, die zumindest in Teilen dem Winkel oder der Perspektive entspricht, aus der diese historische Aufnahme gemacht wurde. Ich zeige euch das Bild mal. Man sieht schon, es ist nicht ganz genau die gleiche Perspektive. Da sieht man zum Beispiel am Turm des Schlosses, der ist auf der alten Aufnahme sozusagen verdeckt, das rechte Ende der dahinterliegenden Ägidienkirche und auf der neuen Aufnahme
ist der Turm des Schlosses eine ganze Ecke weit links von der Egidienkirche. Also es ist nicht genau die gleiche Perspektive, aber durchaus eine ähnliche Perspektive. Und ich werde dann eben dieses Bild von 2014 verwenden, um es mit der alten Aufnahme zu vergleichen. Ja, legen wir mal los. Dann schauen wir uns einfach mal das historische Foto an. Ich würde vorschlagen, ich mache das jetzt einfach so, ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Ich mache das einfach so, dass ich grob von links nach rechts vorgehe und dort mal anmerke, was mir da ein- und auffällt. In der Bildmitte ganz links, also ich sag mal in der vertikalen in der Mitte und in der horizontalen gesehen links, ist natürlich die Schlossbrücke im Mittelgrund. Die sieht auch noch so aus wie heute und auch wie sie zu ihrem Erbauungszeitpunkt war. Was auffällt, wenn man genau hinschaut, heute trägt die Brücke so ein Metallgeländer und auf dieser Aufnahme war das noch ein Steingeländer oben an der Fahrbahn. Also das ist wohl eine bauliche Veränderung des Ganzen. Ja, darüber, also relativ weit links am Rand, sehen wir ein Gebäude, das, soweit ich das heute sehen kann, nicht mehr vorhanden ist. Also es handelt sich da um, ja, um ein Haus mit einem Giebel, auf dem offenbar so ein Schriftzug ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Gebäude war, das zu der Landwarenhandlung gehörte, die sich dort an dem Punkt befand, außer dann später der Raiffeisenlandhandel wurde. Den gibt es heute auch nicht mehr. An der Stelle ist jetzt der Pennymarkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Haupt- oder Verwaltungsgebäude dieser alten Landwarenhandlung war. Aber genau kann ich es leider nicht sagen. Kommen wir zum Gebäude rechts über dem, was ich für den Landhandel halte. Ja, da musste ich, wie bei vielen anderen Häusern hier auf dem Bild, genauer hinschauen, weil das eben zu großen Teilen von Baumkronen verdeckt ist. Es ist überhaupt, vor allem so im linken Bereich oder im linken oberen Bereich des Bildes haben wir eben sehr viel Baumkronen. Also man sieht, das ist eine Bebauung mit viel Freiraum und viel Baumanpflanzung dazwischen war. Also jedenfalls ist dieses Gebäude verdeckt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es sich um das Haus Alte Chaussee 18 handelt und rechts daneben Alte Chaussee 16. Das sind, wenn ihr das kennt, zwei Grundstücke oder zwei Häuser, die auf Grundstücken etwas weiter nach hinten oder den Berg rauf in Richtung Konvikt versetzt erbaut sind. Aber die haben sehr markante Dachformen. Und man erkennt sie dann eben trotz der teilweisen Verdeckung ganz gut. Also das sind diese beiden Gebäude und man sieht eben oder man sieht vielmehr nicht, dass die Gebäude davor, die direkt an der Straße stehen, von denen es auch damals zu diesem Zeitpunkt schon einen Großteil der heute vorhandenen gegeben haben muss, dass die ganz und gar verdeckt sind durch die Bäume. Also das ist schon verwunderlich, weil man ja doch eine dichte und große und villenähnliche Bebauung hat. Aber die werden eben durch den dichten Baumbestand vollkommen oder fast vollkommen vollständig verdeckt. Ja, man kann auch sagen, vielleicht noch mal so ein paar Takte zur alten Chaussee. Das war damals ein Villenviertel in Hadamar, auch aus dem Grund, weil die leitenden Angestellte der Nervenheilanstalt oder der zunächst der Korregentenanstalt und dann der Nervenheilanstalt, also die auch heute noch als psychiatrische Klinik und natürlich im Dritten Reich, das muss man halt leider immer wieder erwähnen, war dort die sogenannte Euthanasieanstalt, in der eben Kranke und behinderte Menschen umgebracht wurden. Also dieser Gebäudekomplex, das war eben schon zu dem damaligen Zeitpunkt eine Nervenheilanstalt und leitendes Personal aus dieser Anstalt, leitende Ärzte gehörten halt zu denjenigen, die sich an der alten Chaussee dann ja repräsentative villenähnliche Häuser errichten ließen. Aber trotzdem sind eben von diesen Häusern relativ wenige zu sehen durch die Bäume. Ja, darüber ganz eindeutig das Konvikt, noch ohne den später erfolgten Anbau, in dem heute diese Bürotrakte untergebracht sind. Also die müssten man, wenn es den da schon gäbe, müsste man die links hinter dem Haus sehen. Auf der heutigen Aufnahme kann man das auch ganz gut erkennen, zumindest den Dach dieses Trakts. Ja, das Konvikt wurde 1905 eröffnet als Internat für auswärtige Schüler, die dann eben das Gymnasium Hadamar, also die heutige Fürstin-Ludwig-Schule, die sich damals im Schloss befand, die das besuchten und von weiter weg kamen. Und dieses Konvikt befand sich in der Trägerschaft des Bistums Limburg. Das hatte auch einen Grund, denn diese auswärtigen Schüler waren vornehmlich junge Männer, die
sich darauf vorbereiteten, später als Priester, also das Theologiestudium und dann das Priesterseminar zu besuchen. Also es war sozusagen so eine schulische Vorstufe dazu. Und die nahmen dann eben im Gymnasialunterricht im Gymnasium Hadamar teil. Heute ist das Konvikt der Sitz der Limburger Domsingknaben, inzwischen nur noch Tagesinternat, also die übernachten dann nicht mehr dort. Das war eben bis, ich weiß gar nicht, ich müsste nochmal nachschauen, das liefere ich euch nach, also bis kurz nach dem Jahr 2000 war meiner Meinung nach dort der volle Internatsbetrieb, also dass die Schüler dort mit Ausnahme der Ferienzeit auch wohnten, die Domsingknaben eben als Schüler. Gut, so viel zum Konvikt, gehen wir weiter nach rechts. Direkt rechts vom Konvikt sieht man diese langgezogene Baumlinie, also praktisch auf der Horizontlinie. Das ist die Landstraße nach Hunsang. Und man sieht auch praktisch unterhalb dieser Baumlinie, dass wir da sehr große und flache Felder haben. Dabei handelt es sich um das Dammfeld. Also das ist eine sehr alte und schon relativ früh wohl offenbar bestellte und intensiv landwirtschaftlich genutzte Hochfläche am Rand von Hadamar. Natürlich haben wir sehr, sehr viel landwirtschaftliche Nutzung in der gesamten Gemarkung. Aber diese Fläche hat doch eine gewisse Besonderheit, weil wir hier grundsätzlich ein Gelände mit sehr starken Höhenunterschieden haben. Also wir haben Flusstäler, wir haben kleine Hügel eben in unserer Mittelgebirgslandschaft. Aber dieses Dammfeld ist eine sehr große und sehr ebene Fläche, die sich dann eben wunderbar dazu anbot, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Außerdem haben wir dort keinen steinigen, besonders steinigen Untergrund, sondern eine sehr große oder dicke und mächtige Lösslehmschicht und Lössböden gehören zu den ertragreichsten und interessantesten landwirtschaftlichen Böden. Dass man dort sehr massiven Löss hat, das sieht man oder hat man gesehen bei den Erweiterungsbauten für die psychiatrische Klinik, also die heutige Vitos-Klinik, das seht ihr übrigens auf dem 2014er Foto, seht ihr da auch einige Kräne, die zu diesem großen Erweiterungsbau gehörten. Und wenn man sich damals die Baustelle angeschaut hat, war das schon sehr beeindruckend, dass da viele Meter dicke Lössschichten waren, also kein gewachsenes Gestein, das man vielleicht sonst erwarten würde, also Basaltgestein oder Kalksteine im Untergrund, sondern eine dicke Lösslehmschicht. Ja, und deshalb war eben dieses Dammfeld, diese Ebene, auch schon früh ein sehr ertragreiches landwirtschaftliches Gebiet. Und heute findet sich auch noch das Hofgut Schnepfenhausen, das auch auf die frühe Neuzeit schon zurückgeht, das so in der Mitte dieses Gebiets sich befand. Gehen wir mal weiter wieder auf unser Foto. Dann haben wir noch ein Gebäude, das sich rechts unterhalb des Konvikts zeigt. Ja, da habe ich eine Zeit lang gerätselt. Mir war jetzt nicht ganz klar, auf welcher Linie sich das Ganze befindet. Und ich dachte eigentlich, das sei ein Nebengebäude des Bahnhofs. Das ist es aber nicht. Das habe ich dann auf der neuen Aufnahme gesehen. Das muss das Haus Alte Chaussee 11 sein. Das sieht man heute auch noch. Das hat zwar aus unserer Perspektive links einen Anbau bekommen, aber die alte Dachform ist immer noch gut zu erkennen. Also das ist die Alte Chaussee 11. Und tatsächlich befinden sich die Bahnanlagen und auch die ehemalige Kohlehandlung, da ist heute, glaube ich, ein metallverarbeitender Betrieb, die befinden sich tatsächlich noch vor diesem Gebäude und hinter eben dem Elbach, den wir da auch sehen, also zwischen den beiden. Also das sieht eigentlich auf dem Bild perspektivisch nur sehr, sehr schmal aus. Da muss aber schon ein gehöriger Raum dazwischen sein, wo dann eben noch diese ganzen Gebäude und Anlagen hineinpassen. Natürlich stellt man sich aus dieser Perspektive auch die Frage, wo ist denn der Bahnhof? Der muss ja da irgendwo sein. Er befindet sich ja am Elbachufer und wir sehen auch auf der anderen Seite des Elbachs die Linie mit Bäumen oder praktisch die Alleebäume, zumindest eine einseitige Allee, muss ich jetzt zugeben, weiß ich gar nicht, ob man das dann wirklich als Allee bezeichnen kann, aber eben diese Baumlinie, die sich am Elbachufer lang zieht und hinter der sich der Bahnhof praktisch befindet, der ist aber auf unserem Bild nicht zu sehen. Ich nehme ganz stark an, dass er durch diesen einen hohen Baum, sieht aus wie eine Pappel, im Vordergrund verdeckt ist, dass er sich genau dahinter befindet. Gut, also wir haben in der linken Bildhälfte das Konvikt als beherrschendes Gebäude. Wenn man jetzt auf der Höhe weiter nach rechts geht, würde man ja heute die Vitos-Klinik erwarten oder die psychiatrische Klinik, wie auch immer man es nennen will. Davon ist halt auf dem Bild relativ wenig zu sehen.
Aber auch wenn wir uns das neue Bild anschauen und mal die Hochbauten, die ja auch neueren Datums sind, mal wegdenkt, sieht man ja von historischen Bauten der Nervenheilanstalt relativ wenig. Und so ist es auch hier. Die sind eben durch Bäume ganz stark verdeckt. Es gibt ein Gebäude, das würde ich identifizieren als das sogenannte Bedienstetenhaus. Also es ist ein relativ markantes, auch denkmalgeschütztes Gebäude mit zwei Giebeln und die scheinen mir da im Hintergrund aus den Bäumen hervorzulugen. Ich markiere euch das natürlich. Also das ist wohl dieses Gebäude. Ja, und dann rechts davon ist natürlich dann wieder ganz klar zu erkennen die Ägidienkirche, die ja heute auch zum Anstaltsgelände sozusagen gehört. Und ansonsten ist da eben nicht viel zu sehen. Es ist noch von diesem zweigiebeligen Haus links ist ein relativ markantes Gebäude mit einem dunklen Obergeschoss und einem hellen Untergeschoss. Das kann ich heute so nicht mehr identifizieren. Also ich nehme an, das ist zwischendurch abgerissen worden. Und dann noch ein Gebäude, das man auch heute dann wieder recht gut erkennen kann, dann wieder rechts unterhalb dieses Bedienstetenhauses. Das ist das Haus Mönchberg 5. Das befindet sich heute am unteren Parkplatz der Klinik. Ist auch heute so noch vorhanden. Und wir können es dann auch auf dem neuen Bild ganz gut erkennen, neben dem Turm des Schlosses, wenn ich das richtig sehe. Ich markiere euch das aber auch nochmal auf dem Foto dann ganz genau. Gehen wir mal weiter zur eigentlichen Bildmitte oder sagen wir mal leicht rechts unterhalb der Bildmitte im Vordergrund. Ja, das ist ganz offenbar ein Fußballtor. Dahinter diese weiße Linie, das scheint mir die Oberkante von einem Ballfangzaun zu sein, der verhindern sollte, dass da Bälle, die aufs Tor geschossen wurden, dann irgendwie dahinter auf die Grundstücke flogen. Das ist auch heute noch die Wiese hinter der Gymnasiumstraße 27, die heute, glaube ich, als landwirtschaftliche Wiese genutzt wird. Muss damals eben knapp im Vorfeld des Kalkwerks gewesen sein und das war damals ganz offenbar ein Fußball- oder Bolzplatz. Dahinter, wie gesagt, das denkmalgeschützte Haus Gymnasiumstraße 27 mit unserem schönen Dachständer für die Stromversorgung. Und direkt rechts davon oder rechts ein bisschen unterhalb ist die Schlossmühle. Die ist zu erkennen an diesem Rundturm, damals noch mit einem schönen Haubendach. Das ist ein alter Turmstumpf, der noch ein Überrest der Stadtmauer ist. Heute hat es ein etwas anderes Dach, aber an der vorderen Ecke der Schlossmühle, das zeige ich euch auch nochmal auf einem aktuellen Foto, fehlt an einem Stück Mauer der Putz und dort sind die alten Steine zu sehen und das ist eben ein Hinweis darauf, dass das ein kleiner Abschnitt der alten Stadtmauer von Hadamar ist. Dahinter oder zwischen diesen beiden Gebäuden sehen wir ein Dach, das meines Erachtens heute so nicht mehr zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass das eine alte Scheune ist, die in den 1970er Jahren dort abgebaut wurde und heute im Hessenpark in Neuansbach steht. Das kann man da auch sehen, wird auch da beschrieben als Scheune aus Hadamar. Und an dieser Stelle relativ interessant, eben nicht zu sehen, ist der Fohlenhof, also das heutige Restaurant und damalige Marstallgebäude. Das ist meiner Meinung nach wieder verdeckt, sowohl von der Gymnasiumstraße 27, von dem Gebäude, als auch von dieser hohen Pappel. Man sieht auch, wenn man sich das vor Ort genau anguckt, der Fohlenhof liegt ein wenig unterhalb des Straßenniveaus. Also ich schätze mal, dass er dort eben aus der Perspektive, in der der Fotograf stand, damals einfach nicht zu sehen war. Aber ganz gut zu erkennen ist dann noch ein kleines Stück weiter rechts, der Wirtschaftshof des Schlosses. Da sehen wir so ein geknicktes Dach, also das vordere Teil, das ist das sogenannte Haus Nattermann oder heute Krippenmuseum. Und dann macht das Ganze einen Knick und da befindet sich eben auch dieser Wirtschaftstrakt des Schlosses, in dem heute das Hadamarer Stadtmuseum untergebracht ist. Weiter rechts ganz klar zu sehen, das Schloss, eigentlich im Prinzip wie heute. Man erkennt nur, dass die Fassade relativ verwittert ist. Also es ist jetzt nicht wirklich gut auf dem Foto zu erkennen, aber ich glaube schon, dass man da den Unterschied zu heute nach der erfolgreichen und grundlegenden Sanierung vor einigen Jahren, ich blende euch die genaue Jahreszahl wahrscheinlich nochmal ein, die Fassade dann doch erheblich besser aussieht. Rechts davon sehen wir dann im Hintergrund die Turmspitze zumindest der Liebfrauenkirche. Jetzt springe ich mal zum ganz rechten Bildrand. Dort sehen wir Gärten, die zum Josefshaus gehören. Zum Josefshaus komme ich noch, das wird jetzt gleich der Hauptteil. Und daneben das heutige Haus Gymnasiumstraße 19, das ist auch noch so erhalten.
Natürlich wurde das mit Sicherheit mehrfach renoviert, aber man erkennt immer noch auf der rechten Seite diese ungewöhnliche Dachgaube, die ist heute auch noch so in etwa vorhanden. Ich zeige euch da gleich nochmal ein Foto von unten, da ist sie nicht ganz optimal zu erkennen, aber ich denke, man sieht's. Ja, und jetzt kommen wir zum wohl interessantesten Teil oder zu dem Teil, der dem heutigen Betrachter am ehesten ins Auge fällt, auf der rechten Seite des Bildes. Da ist was, das ist heute nicht mehr da. Und dabei handelt es sich um das Hospital St. Josef. Ihr habt euch vielleicht schon mal gewundert, warum die Hospitalstraße, die eben aus der Kernstadt, die vom Kreisel hoch nach Faulbach führt, oder fast bis ganz nach Faulbach führt, warum diese Straße im unteren Bereich Hospitalstraße heißt. Das ist sozusagen dieser Name, ist das Einzige, was übrig geblieben ist von dem Hospital St. Josef. Und hier auf dem Bild sehen wir uns es jetzt am rechten Rand. Dieses langgestreckte Bauwerk mit dem Dachreiter und auf dem uns zugewandten Knick sozusagen sieht man die Kapelle. Also die Kapelle erkennt man daran, dass sie hinten eine Apsis hat. Das ist der gerundete Raum, in dem sich der Altar befindet. Das war die Kapelle offenbar. Und dahinter eben Dachreiter. Also ein Dachreiter, das ist kein Turm. Der Unterschied zu einem Turm ist, dass ein Turm immer ein durchgängiger Baukörper bis auf den Boden ist und der Dachreiter ist eben nur auf das Dach aufgesetzt, sieht halt auch aus wie ein Turm, aber hat halt keine direkt darunter liegenden Mauern, die auf den Boden gehen, sondern sitzt halt in der Dachkonstruktion drin. Ja, so viel mal kurz zur Architektur. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zur Geschichte des Hospitals St. Josef. Das hat im Prinzip zwei Wurzeln. Einmal gab es ein städtisches Hospital, das auch dem heiligen Josef geweiht ist oder war. Ich habe allerdings in meinen, den mir zugänglichen Quellen, nicht viel mehr darüber gefunden, als dass es so hieß. Ich weiß nicht genau, wann es gestiftet wurde, wer es gestiftet hat, ob das schon von Anfang an eine städtische Bürgerstiftung war oder wer auch immer dahinter stand. Das ist für mich jetzt nicht ersichtlich. Das ist die eine Quelle oder der eine Vorfahr des Hospitals St. Josef. Und das andere, und die hatte ich schon mal erwähnt bei unserer Tour über den alten Friedhof an der Liebfrauenkirche, das andere waren die Barmherzigen Brüder. Damals noch von Hadamar, heute die Barmherzigen Brüder von Montabaur. Die hatten in der Kirchgasse ein Hospital gegründet, darüber hatte ich auch schon mal was erzählt. Und aus diesen beiden, dem städtischen und dem Brüderhospital, ging dann das Hospital St. Josef, das wir hier sehen, hervor. Ich möchte jetzt auch mal ein paar grundlegende Sachen noch zum Hospitalwesen sagen oder zum Kranken- und Altenpflegewesen. Das ist ja immer wieder ein Thema bei uns. Es geht um die Bezahlung von Krankenpflegern und Ärzten und der Bezahlung des ganzen Gesundheitssystems. Aber im Prinzip haben sich die Menschen darüber schon immer Gedanken gemacht. In der nachantiken Zeit war das schon von Anfang an ein sehr großes Anliegen der kirchlichen Orden, sich um die Kranken, Alten und damals muss man auch noch sagen, ganz wichtig, um die Pflege der Pilger zu kümmern. Also nachgewiesen ist das schon ab dem 4. Jahrhundert, also im Prinzip schon in der Spätantike, dass sich dort die sich bildenden Orden um eben diese Personengruppen kümmerten und auch Hospitäler einrichteten. Dass das nützlich war, hat dann auch die weltliche Obrigkeit relativ früh erkannt. Allerdings kann man in der Summe wohl sagen, dass Hospitalgründungen durch rein weltliche Institutionen, also durch Fürsten, durch Adlige, aber auch durch Städte, die ja schon relativ früh und eine relativ starke Selbstverwaltung hatten, dass sich das sehr stark in Grenzen hielt. Es gab es vereinzelt, insbesondere auch in Städten, gab es es durchaus, aber der Regelfall wird wohl so sein, dass weltliche Würdenträger, weltliche wohlhabende Personen sich an die kirchlichen Einrichtungen anschlossen. Und zwar oft in der Form von Stiftungen. Stiftungen bedeuteten, dass jemand, das muss jetzt nicht ein Adliger sein, das kann auch ein wohlhabender Kaufmann sein oder eine Gruppe, eine Stadt an sich, dass die gewisse Werte, also im Regelfall Häuser oder auch Geldbeträge, vor allem aber in erster Linie landwirtschaftlich genutzte Flächen oder auch Wälder, dazu bestimmten, dass diese Flächen nach dem eigenen Ableben oder vielleicht auch schon zu Lebzeiten dazu bestimmt wurden, ein Hospital oder eine ähnliche Einrichtung aufzubauen, entweder oder auf Dauer in Betrieb zu halten. Aus den Erträgen, die aus diesen Wertgegenständen hervorgingen, sollte dann im Prinzip für alle Ewigkeit
dieser wohltätige Zweck erfüllt werden. Das hatte auch einen Grund in der Jenseitsvorstellung der damaligen Zeit, dass man sich damit sozusagen auf Ewigkeit auch sicherstellen wollte, dass man immer weiter ein gutes Werk tat. Und damit verbunden war dann auch im Regelfall, dass die kirchliche Einrichtung, die das Ganze betrieb, dann auch zu bestimmten Festtagen für den Stifter betete, für dessen Seelenheil. Und so konnte man sicherstellen, dass auf Dauer, potenziell also für immer, an die eigene Person erinnert wurde. Das ist der Punkt der Memoria. Das ist für Menschen im Mittelalter, in der frühen Neuzeit ganz wichtig gewesen, dass man selbst nicht in Vergessenheit geriet. Aber das war eben auch immer damit verbunden, dass für das Seelenheil gebetet wurde. Man sich also auch sozusagen ein etwas Gutes oder etwas Positives, einen positiven Effekt im jenseitigen Leben daraus erhoffte. Ja, also diese Stiftungen waren eine ganz wichtige Form des Fürsorge oder des Sozialwesens, wenn man so will, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Es gibt noch eine weitere Form, das sind Zusammenschlüsse von einfachen Einwohnern oder Nachbarschaften. Das kann man so ein bisschen mit einer Sterbekasse vergleichen. Also man zahlte dann kleinere Beträge, aus denen dann sowohl die eigene Beerdigung als auch die Versorgung von Hinterbliebenen dann anteilig finanziert wurde. Das war so ein bisschen sowas wie heutige Versicherung, aber es war halt auch immer eine Form des sozialen Zusammenhalts. Die Mitglieder so einer Sterbekasse waren dann verpflichtet, sich gegenseitig zu Lebzeiten schon zu helfen, aber dann auch bei der Beisetzung anwesend zu sein und auch für die Verstorbenen zu beten. Also auch da wieder das Motiv des Seelenheils, für das man eben sorgen wollte und wo man eben möglichst viele Leute in das Gebet und in die Erinnerung einbinden wollte, wahrscheinlich mit der Vorstellung, sie wirksamer zu machen. Alle diese Formen, sowohl die öffentliche Sozialfürsorge, nenne ich es mal, als auch diese Nachbarschaften, die sind alle in Hadamar nachgewiesen. Also das gab es selbst in so einer relativ kleinen Stadt, gab es diese Formen. Unter anderem neben dem Josefshospital, dessen Ursprung wir nicht so ganz gut fassen können, gab es nachweislich 1663 eine Stiftung durch Fürst Moritz Heinrich, die St. Elisabeth Stiftung, die vornehmlich für Witwen, aber auch für ältere Männer gedacht war, denen dort Wohnung und bescheidene Versorgung sichergestellt wurde. Das Ganze gab es dann auch noch sehr lang, dann sicher mit veränderten Motivationen. 1829 stiftete zum Beispiel der wohlhabende Bürger Franz Genzler, ja, stellte eine Stiftung auf, aus der dann das Anna-Haus, das spätere Krankenhaus und heutige Gesundheitszentrum St. Anna wurde. Aber kommen wir zurück zum Josefshaus. Die barmherzigen Brüder hatten dann ab 1856, also praktisch zeitgleich mit der Gründung ihrer Gemeinschaft, ihr Hospital in der Kirchgasse. Aber schon damals muss es relativ schnell dazu gekommen sein, dass die Stadt der neu gegründeten Gemeinschaft auch die Betreuung des städtischen Hospitals St. Josef anvertraute. Das war wahrscheinlich auch damals ganz praktisch. Man hatte eine Gruppe von Männern, die sich gezielt der Krankenfürsorge verschrieben hatten. Und so konnte man eben diese Pflicht, die die Stadt hatte, ganz gut an diese engagierte Gruppe weitergeben. Und ich gehe davon aus, dass es dann auch mit finanziellen Zahlungen der Stadt verbunden war, aber man war zumindest erstmal diese Aufgabe los und hatte die in anderen Händen. Schon damals, also 1856, ist offenbar der Gedanke aufgekommen, dass man das Ganze vergrößern wollte. Also dieses Haus in der Kirchgasse, wenn man sich das anschaut, das war sehr, sehr beengt. Es gibt auch Quellen, die sagen, dass das städtische Josefshospital auch sehr beengt war. Also ging es auf einen Neubau zu und 1862 wurde dann das sogenannte Hofgut Schmitz vom Domänenfiskus gekauft. Domänenfiskus, das war eine Verwaltung des Landes, von landeseigenen Liegenschaften, also insbesondere landwirtschaftlichen Flächen, aber auch Gebäude. Und wenn wir von Land reden, reden wir eben im Jahr 1862 vom Herzogtum Nassau. Also letztlich vom Herzogtum Nassau wurde diese Fläche, auf die wir jetzt blicken, also rechts bei uns im Bild, erworben und dann wohl auch relativ schnell das Hospital gebaut. Dann gab es 1912 nochmal eine Erweiterung um einen Flügel. Und dazu gehörte auch ein Friedhof am Oberacker. Der war wohl an dem Kreuz, das an den Tod von Franz Alexander, dem letzten Mitglied des Fürstenhauses Nassau-Hadamar, erinnert. Ich nehme an, dass der Friedhof sich in etwa dort befand, wo heute das
AWO-Sozialzentrum war. Ich weiß nicht, man müsste mal nachschauen, ob das vielleicht damals in diese Liegenschaften, die ja auch vor dem Josefshaus und damit auch einem ähnlichen Zweck dienen sollte, eben dort eingebracht wurde, eben mit Blick darauf, dass man diesen wohltätigen Zweck weiterführen wollte. Aber das ist jetzt eine Spekulation, scheint mir nicht ganz abwegig, aber da müsste man wohl nochmal in die alten Unterlagen schauen, die habe ich jetzt nicht. Im Betrieb als Krankenhaus im engeren Sinn war es bis 1939. Ja, im sogenannten Dritten Reich wurde dann versucht, kirchliche Einrichtungen möglichst zurückzudrängen und klein zu halten. Und 1939 wurden dann eben alle Kranke aus dem Hospital rausverlegt und das Gebäude wurde in ein Kriegsgefangenenlager für polnische Offiziere umgewandelt. Auch das Konvikt übrigens, auch wie gesagt, hat es ja eben erwähnt, eine kirchliche Einrichtung, wurde auch zum Kriegsgefangenenlager. Dort müssen aber im Laufe der Zeit nicht nur polnische Offiziere untergebracht worden sein, denn ich weiß, dass es einen britischen Offizier gab, der damals Zeichnungen der Stadt Hadamar während seines Gefangenenaufenthaltes hier anfertigt. Ich habe auch schon mal die ein oder andere Reproduktion gesehen. Also nehme ich an, dass dort auch dann Offiziere anderer Nationalitäten untergebracht wurden. Das wurde aus dem Josefshaus. Die verbleibenden Mitglieder der Barmherzigen Brüder durften wohl in einem Teil des Gebäudes wohnen bleiben, aber größtenteils wurde es unter staatliche Aufsicht gestellt als Gefangenenlager. Das änderte sich dann aber auch bald wieder. 1941-42 wurde es zum Schülerheim für die Lehrerbildungsanstalt. Die Lehrerbildungsanstalt war das, was im Dritten Reich aus dem ehemaligen Gymnasium Hadamar wurde. Denn das Gymnasium war auch immer relativ kirchennah. Es war ja eine ursprünglich jesuitische Gründung. Und so als gewissermaßen kirchennahe Einrichtung war das im Dritten Reich auch nicht sehr gern gesehen und es wurde zur Lehrerbildungsanstalt umgewandelt. Nach dem Kriegsende, und diese Einrichtung hatte ich schon mal in einem früheren Video erwähnt, wurde das Josefshaus zu einem Hospital für geschlechtskranke Frauen. Finde ich ein bisschen verwunderlich, dass das erst nach Kriegsende geschah, weil ja in der jungen Bundesrepublik die Kirche durchaus eine gewichtige Rolle hatte. Und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass die Barmherzigen Brüder mit dieser Verwendung sehr glücklich waren, aber offenbar fand es trotzdem wohl erst nach dem Dritten Reich statt. Ja, und dann, 1951, verließen die Barmherzigen Brüder Hadamar und natürlich damit auch das Josefshaus. Das war dann zu diesem Zeitpunkt oder wurde zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr als Krankenhaus in dem Sinne verwendet, sondern als Altenheim sozusagen. Ja, aber auch das war nicht von Dauer. Im Jahr 1974 wurde dieses Gebäude dann gesprengt. Also es war auch wohl relativ spektakulär, soweit ich das aus alten Erzählungen weiß. Also eine Sprengung mitten im Ortskern und niedergelegt. Ja, und was sich dann heute an dieser Stelle findet, ist ein Einkaufsmarkt. Früher, wenn ich das richtig noch aus Erinnerung weiß, war das ein Koop-Markt, dann Minimal, dann Nahkauf und heute befindet sich dann unter anderem der Textilhändler Kiek da drin. Ja, ich zeige euch mal ein paar Bilder, um das zu vergleichen. Und ja, man muss, glaube ich, nicht allzu sehr Historiker sein, um zu erkennen, dass es dann doch ein ziemlicher Verlust für das Stadtbild war, dass eben dieses alte und auch recht eindrucksvolle Gebäude, das wir hier im Bild sehen, ja, durch den doch recht zweifelhaft von seinem Aussehen, ja, den recht zweifelhaften Markt ersetzt wurde. Aber gut, so war das nun mal damals. Da hatte Denkmalschutz wohl noch keinen so hohen Stellenwert und man entschloss sich damals dann wohl, dieses Gebäude zu opfern und daraus Neues hinzustellen. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, sich da den einen oder anderen alten Zeitungsbericht anzuschauen, wie damals der Diskussionsprozess lief. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Vom Josefshaus ist nichts übrig geblieben, eine Kleinigkeit schon noch. Es gibt auf dem neuen Hadamarer Friedhof am Herzenberg am Eingang eine Kreuzigungsgruppe. Also zwei trauernde Frauen, ich nehme mal an, Maria und Maria Magdalena und der Gekreuzigte eben. Diese Kreuzigungsgruppe stammt wohl vom alten Friedhof des Josefshauses auf dem Oberacker. Also das ist dann, kann man so sagen, der einzig noch sichtbare Überrest des Josefshauses, wenn auch nicht des Gebäudes selbst. Ich denke, das war alles, was unsere schöne Postkarte hier so mit sich bringt, was sie zeigt, was sehenswert ist. Wie immer seid ihr jetzt dran. Ich freue mich über Kommentare, entweder hier auf YouTube, auf Facebook, per Mail, im persönlichen Gespräch. Habe ich irgendwas übersehen auf dem Bild? Fällt euch irgendwas auf? Wisst ihr irgendwas, was ich jetzt nicht herausfinden konnte?
entweder zu Gebäuden, die ihr noch da seht, oder zu meinen Ausführungen. Gibt es Korrekturen? Habe ich irgendwas falsch verstanden oder falsch zusammengesetzt? Habt ihr irgendwelche Anekdoten, die sich rund um das Josefshaus oder um sonst etwas oder um den Bolzplatz abspielen? Gerne her damit. Und ja, auch für die Zukunft, wenn ihr über alte Aufnahmen aus der Stadt verfügt. Das muss jetzt gar nicht so eine totale, so ein Überblick sein. Es können auch einzelne Details, alte Häuser, Begebenheiten, Straßenszenen sein. Also wenn ihr sowas habt und auch natürlich die Bildrechte daran habt, das ist ja immer das Problem. Deshalb kann ich auch keine neueren Aufnahmen zeigen. Also wenn ihr die habt und mir die zur Verfügung stellen könnt und möchtet, dann freue ich mich natürlich. Dann mache ich auch gern ein Video in dieser Art darüber. Ja, also das nochmal als Aufruf, wenn ihr da was beitragen könnt und wollt, jederzeit gerne. Und das war's dann erstmal für heute. Also viel Spaß mit dem Video und macht's gut.